Ein Eisbär am Nordpol zu sein, diesen Wunsch werden sicherlich auch andere gelegentlich haben, vorausgesetzt, es gibt einen heißen Sommer. Und Sommer, das ist auch das Stichwort für unseren nächsten Beitrag, mit dem ich Ihre Aufmerksamkeit wieder einmal auf eine der vielen Insektenarten lenken möchte, die im Grunde so unscheinbar sind, aber genauer betrachtet dann doch immer wieder durch ihre Anpassungen und Leistungen Erstaunen auslösen. Die Rede wird von einem Sandlaufkäfer sein, der vor allem auch in beliebten Ferienlandschaften beobachtet werden kann. Joachim Hinz hat dies getan. Eine Heidelandschaft im nordfriesischen Schleswig-Holstein. Es ist 5 Uhr morgens, kurz nach Sonnenaufgang. Jetzt im Juni hat die Sonne die größte Kraft und die Luft erwärmt sich schnell. Eintagsfliegen tanzen ihren kurzen Tanz. Am späten Vormittag, wenn die Luft zu flimmern beginnt, haben auch solche Insekten genug Energie getankt, die die sandigen Heidewege als Lebensraum erobert haben. Die Wegwespe gehört dazu und auch der Dünensandlaufkäfer. Er ist einer von ungefähr 1400 Sandlaufkäferarten, die es auf der Erde gibt. Wir beobachten ihn gerade bei der Morgentoilette. Körperpflege ist für den Käfer besonders wichtig, denn Sand und Staub können schnell den Blick trüben. Reinigung nach Käferart. Die Beine dienen als Bürste. Das Käferbein stark vergrößert. Schiene und Fuß bilden den untersten Teil davon. Hochentwickelt die Augen des Käfers. Sie sind aus vielen hundert Einzelaugen zusammengesetzt, sogenannten Facetten. Bis zu 30 cm weit kann er damit Beute sehen. Aber nicht nur gute Sicht entscheidet über den Jagderfolg. Wer zwischen diese Kieferzangen gerät, hat keine Chance. Ameisen stehen auf dem Speiseplan des Dünensandlaufkäfers ganz oben. Die wehrhaften Waldameisen sind aber meistens eine Nummer zu groß für ihn. Doch eine von diesen ist verletzt und wird ein leichtes Opfer werden. Der Käfer attackiert seine Beute. Ist der Happen vielleicht zu groß? Das wäre geschafft. Mit den gewaltigen Beißzangen wird die Ameise zerlegt. Unterkiefer und Unterlippe schieben die Nahrung in die Mundöffnung. Manchmal muss die Mahlzeit für viele Tage reichen. Bei schlechtem Wetter vergraben sich die Sandlaufkäfer im Boden. Ein Sandlaufkäfertag besteht aber nicht nur aus Fressen. Auch an Nachwuchs muss gedacht werden. Und jetzt, zur Mittagszeit, kann man sie häufig beobachten, die Paarung der Käfer. Die Käferdame trägt ihren Partner Huckepack. Das Männchen hat inzwischen sein Begattungsorgan in die Geschlechtsöffnung des Weibchens geschoben. Bis zu 7 Minuten dauert eine solche Romanze. Dann hat sie genug von ihm und versucht, ihn abzuschütteln. Doch das Männchen lässt nicht locker. Es begleitet seine Partnerin auch zur Eiablage. Jeweils ein Ei sticht das Weibchen mit seinem Legebohrer in den lockeren Sandboden, immer noch beschützt von seinem Männchen. Auch andere Männchen sind auf Brautschau. Doch halt, dieses Weibchen ist schon besetzt. Dann geht das Männchen freiwillig. Es hat seine wichtigste biologische Aufgabe erfüllt. Die restlichen Eier legt sie allein. 10 bis 15 sind es. Jedes davon knapp 1 Millimeter groß. Einen halben Zentimeter tief im Boden liegt dieses Sandlaufkäferei. Ungefähr 4 Wochen dauert es, bis daraus eine Käferlarve schlüpft. Hier ist es bald soweit.
Sandlaufkäferlarven leben in bis zu 50 cm tiefen Röhren. Zur Demonstration haben wir diese ein paar Tage alte Larve ausgegraben. Links im Bild eine ausgewachsene, einjährige Larve. Ist die Röhre fertig gegraben, legt sich die Larve auf die Lauer. Auch die erwachsenen Nachbarn sind aktiv. Was hier so furchterregend aus der Erde ragt, ist der gepanzerte Kopf der Larve. Er verschließt die Röhre wie ein Deckel. Die Larve reagiert auf alles, was klein ist und sich bewegt. Wer das einmal selbst beobachten will, kann sich eine Angel bauen und als Köder einen Stecknadelkopf daran befestigen. Was hier so aussieht wie eine leichte Beute, ist in Wirklichkeit der Todfeind der Sandlaufkäferlarve. Eine kleine Wespe mit dem klangvollen Namen Metoka ichneumonoides. Sie ist auf der Suche nach Sandlaufkäferlarven. Duftstoffe weisen ihr den Weg. Jetzt geht alles blitzschnell. Die Wespe sticht der Larve in den Hals und spritzt ihr ein Gift ein. Aber hat das Gift gereicht, um die Larve zu betäuben? Und Achtung, die Larve wehrt sich. Doch der Sprung hat ihr nichts genützt. Die Wespe hat sich sofort am weichen Larvenkörper festgebissen. Jetzt sticht sie erneut zu. Das Gift scheint nun zu wirken. Die Wespe sucht jetzt die Larvenröhre. Dorthin muss sie ihre Beute bringen, um im Schutz der Röhre ein Ei an sie zu legen. Doch halt, hier will sich jemand aus dem Staub machen. Instinktiv versucht die Larve, sich einzugraben. Die Zeit drängt, denn gleich wird die Metoka-Wespe ihre Spur wieder aufnehmen. Da ist sie schon. Fast wäre die Flucht geglückt. Aber die Wespe lässt nicht locker. Ihre ständigen Attacken haben die Larve wehrlos gemacht. Der Kampf ist entschieden. Schwerstarbeit leistet die kleine Wespe scheinbar mühelos. Kurz vor dem Ziel wird noch einmal Maß genommen. Mit dem Kopf voran? So geht es nicht. Aber so herum ist es richtig. Tief unten in der Röhre die Larve. Die Wespe hat ihr Ei schon deponiert. Es sitzt oben rechts, unterhalb des Beines und sieht aus wie ein längliches Reiskorn. Na
Nachdem für den Nachwuchs gesorgt ist, verschließt nun die Wespe die Röhre so schnell wie möglich. Ein Schutz gegen andere Interessenten. Nebenan eine andere Larve, aber die kümmert sie jetzt nicht. Sie ist ganz auf das Verschließen der Röhre programmiert. Was andere Larven fortschleudern, um ihre Gänge zu vertiefen, nutzt die Wespe für ihre Zwecke. Hier eine Seitenansicht der verschlossenen Röhre. Ganz unten im Gang die Larve. Aus diesem Gefängnis gibt es kein Entrinnen. Gleich ist die Wespe fertig. 1,5 Stunden hat alles gedauert. Die gleiche Stelle eine Woche später. Unter der Erde hat sich inzwischen etwas getan. Aus dem Ei ist eine Metoka-Larve geschlüpft. Die Käferlarve dient ihr nun als lebendes Proviantpaket. Ist der Vorrat aufgezehrt, wird sich die Metoka-Larve in einen Kokon einspinnen, um darin zu überwintern. Die Metoka-Wespe hat inzwischen weiter für ihren Nachwuchs gesorgt. Ihre wichtigste Aufgabe ist somit erfüllt. Da wird sie selbst zur Beute. Larve, Wespe, Sandlaufkäfer. Der Kreis schließt sich. Fressen und gefressen werden ist hier das Prinzip. Es gibt keinen Sieger und keinen Verlierer. Nur der Eingriff des Menschen bringt diese sinnvolle Ordnung ins Wanken und lässt viele Tiere und Pflanzen vom Erdboden verschwinden. Auch Sandlaufkäfer und Metoka-Wespe sind bedroht. Hoffen wir, dass Bilder wie diese nicht bald der Vergangenheit angehören. Dass solche Bilder nicht der Vergangenheit angehören, ist ein Wunsch, den unsere Tierfilmer immer wieder zum Ausdruck bringen. Nicht zuletzt in der Hoffnung, dass ihre Berichte dazu beitragen, unsere Blicke für die Zerbrechlichkeit des Naturgefüges zu schärfen und uns für ein Leben im Einklang mit der Natur zu motivieren. Und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge unserer Sendereihe Telezoo.